hol es den Sorbe. Anaïs! Soupe aux cailloux. Oh. Steinsuppe. Es riecht nach Schnee. In einem Dorf, irgendwo zwischen hier und da. Das Dorf heißt Dorf. In Dorf ist es kalt. In Dorf ist es Winter. Durch das Dorf führt eine Straße. Die Straße heißt Straße. Rechts und links der Straße stehen Häuser. In Haus Nummer 1 wohnt die Henne. In Haus Nummer 2 gleich gegenüber wohnt das Schwein. In Haus Nummer 3 wohnt die Ente mit dem Pferd. Das Pferd im ersten, die Ente im zweiten Stock. In allen anderen Häusern entlang der Straße wohnen viele kleine Ziegen und Schafe mit ihren Familien. In Haus Nummer 101 wohnt der Hund. Thank you.
Es ist Winter. Es ist Nacht. Alles ist ruhig im Dorf der Tiere. Die kleinen Ziegen und Schafe liegen schon in ihren Betten. Aber sie schlafen nicht. Sie können nicht schlafen. Sie haben so ein Gefühl. Ein Gefühl, als ob etwas Besonderes geschehen würde. Und plötzlich hören sie etwas. Schritte. Schwere Schritte im Schnee. Neugierig sehen sie aus den Fenstern. Da ist er. Wie ein dunkler Schatten stapft er durch den Schnee. Der Wolf. Vor dem ersten Haus bleibt der Wolf stehen. Im ersten Haus wohnt die Henne. C'est moi la poule. Ja, einer muss die Henne sein. Je ne sais pas si la poule, moi. Anaïs, vas-y. Ja, nu skal vi stå den. Kom her. Kom her. In med maven. Frem med brystet. Non, mais regarde. Je veux faire la poule, moi. Anaïs. Oui. In med maven, frem med brystet. Ist kalt. Der Winter ist nicht ihre liebste Jahreszeit. Deshalb sitzt sie zu Hause und versucht sich mit Musizieren und Tanzen warm zu halten. Der Wolf. Le loup. Henne, hab keine Angst. Ich bin alt, hab nur noch einen Zahn. Lass mich herein, damit ich mich an deinem Kamin aufwärmen und mir eine Steinsuppe kochen kann. Die Henne zögert. Sie hat den Wolf noch nie mit eigenen Augen gesehen. Sie kennt ihn nur aus schrecklichen Geschichten. Rotkäppchen. Rollhede. Le petit chaperon rouge. Der Wolf und die sieben Geißlein. Ulven und die syv gedekid. Le loup et les sept chevreaux. Die drei kleinen Schweinchen. Die tre små grise. Les trois petits cochons. Oder aus diesem Lied, das die kleinen Ziegen und Schafe des Dorfes so gerne singen, wenn sie gemeinsam auf der Straße spielen. Wer schleicht umher? Was wird geschehen? Wer muss gehen? Du oder ich? Wer schleicht umher? Was wird geschehen? Wer muss
ich. Wer schleicht umher? Was wird geschehen? Wer muss gehen? Du oder ich? Du oder ich? Weißt du denn nicht? Der Wolf ist gefährlich. Oder etwa nicht? Du oder ich? Weißt du denn nicht? Der Wolf ist gefährlich. Oder etwa nicht? Au! Die Henne hat natürlich noch ein bisschen Angst, aber sie ist so neugierig und würde zu gerne einmal Steinsuppe probieren. Also öffnet sie die Tür. Henne, bitte, bring mir einen Kessel. Ein Kessel? In Marmit. Ein Marmit. Ein Marmit. Ein Marmit. Ein Marmit. Ein Marmit. Ein Marmit. Ja, Henne, hör mal, um eine Steinsuppe zu kochen, braucht man nun mal einen Kessel. Je sais pas. Ich habe noch nie Steinsuppe probiert. In einen Kessel gießt man Wasser, legt einen Stein dazu und wartet, bis es kocht. Dans une marmite, on met de l'eau, on ajoute un caillou et on attend que ça cuit et que ça boue. C'est tout? Das ist alles. Oh! Oh, d'accord! Ben moi, tu sais, dans ma soupe, j'ajoute toujours un peu de céleri. Céleri? Céleri. Céleri. Warum nicht? Sellerie ist nicht schlecht für den Geschmack. Und so kochen die Henne und der Wolf gemeinsam Steinsuppe mit Sellerie. Sellerie. Thank you.
kam der Wolf zur Henne. Aber auch das Schwein hat gesehen, wie der Wolf in das Haus der Henne gegangen ist. Das Schwein? Also muss ich jetzt das Schwein spielen, oder was? Attends, si moi je fais la poule, pat, 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 toi tu peux bien faire le cochon, hein? Ich? Ah ouais? Also, das Schwein hat gesehen, wie der Wolf in das Haus der Henne gegangen ist. Er packt seine Gitarre und schreitet zum Haus der Henne. Das Schwein klopft an die Tür. Henne? Was machst du denn da? Der Wolf und ich kochen gerade Sternesuppe. Der Wolf? Der Wolf. Steinsuppe? Steinsuppe. Steinsuppe. Suppe nur mit Stein. Steinsuppe, nur mit Stein. Aber der Wolf und ich geben ein bisschen Sellerie dazu. Für den Geschmack. Steinsuppe mit Stein und Sellerie. Was mit ein bisschen Zucchini? Zucchini? Wolf, Zucchini kann man auch? Man kann. Und so kochen das Schwein und die Henne und der Wolf Steinsuppe mit Lauch und Zucchini. Thank you.
Die Ente und das Pferd haben gesehen, wie der Wolf in das Haus der Henne gegangen ist. Die Ente schaut aus ihrem Fenster im zweiten Stock. Was ist los, Ente? Lass mich schlafen. Schau aus dem Fenster! Schau aus dem Fenster! Er ist da, 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 da! Ich sehe nichts. Was redest du für einen Schmarrn? Er ist schon drinnen! Er ist drinnen! Bei der Henne! Der Wolf! Das Pferd hat nicht genau verstanden, was die Ente da alles gequakt hat. Aber es schien etwas sehr Ernstes zu sein. Also galoppieren sie gemeinsam zum Haus der Henne. Im Haus der Henne verlässt die Ente der Mut. Also klopft das Pferd an die Tür. Pferd! Ente, kommt rein! Der Schwein, der Wolf und ich kochen gerade Steinsuppe. Also Steinsuppe mit Sellerie und Zucchini. Steinsuppe? Pferd, hast du gehört? Es ist nur der Wolf, du musst dir keine Sorgen machen. Ja, 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 ja. Und schau, hier wird Steinsuppe gekocht. Pferd, sag bloß, du kennst Steinsuppe nicht. Stone Soup. Supo Caillou. Ja. Rohlestinsuppe. Ja. Und da hat die Ente angefangen zu erzählen. Und wenn die Ente einmal anfängt zu erzählen, kann es länger dauern. Deshalb werde ich zusammenfassen, sonst sitzen wir alle noch morgen da. Ja, Steinsuppe, Steinsuppe, Steinsuppe habe ich selber schon einmal in Ägypten gegessen. In Ägypten, als Ente kommt man ja so viel herum in der Welt. Und in Ägypten gibt es auch sehr viele Steine, alte Steine, sehr, sehr schmackhaft. Und ich kann mich deshalb so gut daran erinnern, weil in Ägypten wurde die Suppe mit Lauch gekocht. Lauch, das habe ich in Suppen am liebsten. Schon meine Großmutter hat immer so gerne mit Lauch gekocht. Lauchkuchen, Laucheintopf, Lauchknödel, Lauchburger, Lauchsuppe, Suppe und Lauchkuchen. Wolf, Lauch, Steinsuppe mit Lauch, kann man auch? Mit Lauch auch, sagt der Wolf. Lauch, zufällig habe ich immer eine Stange Lauch dabei. Oder sogar zwei. Und so kochen die Henne
das Schwein, der Wolf, die Ente und das Pferd, Steinsuppe mit Sellerie, Zucchini und Lauch. Wolf gesehen. Der Hund sitzt jetzt irgendwo auf der Straße zwischen Haus Nummer 1 und Haus Nummer 101 und macht sich große Sorgen. Er hat den Blues. Das hört die Henne. Sie öffnet das Fenster. Mickey, excuse. Hund! Hund! Hey! Hund! Henne! Hey! Henne, you're alive! Oh my God, my love! Yeah, I'm alive! Everything is fine! Really! I'm good! Alles gut! I was so afraid! Der Wolf, das Schwein, die Ente, das Pferd und ich kochen gerade Steinsuppe. Der Wolf? Ja. Yeah. Der Wolf, das hören auch die kleinen Ziegen und Schafe des Dorfes. Sie schauen aus den Türen und gemeinsam fangen sie an, das Lied zu singen. Wer schleicht umher? Was wird geschehen? Wer muss gehen? Nicht. Wolfi. Liebe Ziegen, liebe Schafe, keine Angst. Der Wolf, das Schwein, das Pferd, die Ente, alle, wir kochen zusammen eine Steinsuppe mit Zucchini, mit Sellerie, auch mit Lauch, vegetarisch. Aber what about potatoes? That would be very good for the taste, you know, the Geschmack. Wolfi, was sagst du? Potatoes. From America. Auch mit Kartoffeln, sagt der Wolf. Und da rufen die kleinen Schafe, wir wollen Suppe mit. Und die kleinen Schafe sagen, wir wollen Suppe mit Mais. Und wir wollen Suppe mit. Oder roten Rüben. Mit. Ja, Brokkoli. Und auch mit. Und wir wollen Suppe mit. Zwiebel. Ja. Und so ist das ganze Dorf bei der Henne und kocht mit dem Wolf Steinsuppe mit Sellerie, Lauch, Zucchini, Zwiebeln, Gemüse für jeden Geschmack.
Jeder bekommt einen Kuchen. Lange hin. Jeder nimmt dreimal Suppe nach und dann werden Geschichten erzählt, es wird gelacht, dann wird auch noch gesungen und musiziert und zwar mit allem, was so da ist, mit Händen und Füßen und mit Tellern, Löffeln. Wait.
praktizieren, wird die Ente plötzlich übermütig. Wolf, hey, Wolf, erzähl doch mal eine deiner schrecklichen Geschichten. Rotkäppchen, wie war das wirklich? Und wie schmeckt die Großmutter? Und der Wolf und die sieben Geißlein, wie kannst du so gut deine Stimme verstellen? Und die drei kleinen Schweinchen, kannst du wirklich ein Haus wegpusten? Ah, Wolf, sag mal, kennst du eigentlich das Lied, das unsere kleinen Ziegen und Schafe so gerne singen? Nein? Also, dann singen wir es dir mal vor. Kommt, kleine Ziegen, kleine Schafe, jetzt singt ihr mal alle mit mir mit. Ha, so. Wer, wer, wer schleicht umher? Was, was, was ist geschehen? Wer muss gehen? Du oder ich? Du, du, du oder ich? Weißt du denn nicht? Der Wolf ist gefährlich. Oder etwa nicht? Hey, Wolf! Weißt du eigentlich, wie man einen Wolf nennt, der spazieren geht? Wolfgang! Und, hey, und wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Wolfgang! Oh, und ich hab gedacht, dass du Hühnersuppe machen wolltest. Hühnersuppe! Plötzlich zieht der Wolf aus seinem Sack ein Messer. Und sticht in den Stein. Ah, noch nicht durch. Wenn ihr erlaubt, nehme ich ihn für mein Abendessen morgen wieder mit. Sie wollen schon gehen? Ja, aber ich danke für den schönen Abend. Kommen Sie wieder noch einmal? Der Wolf antwortet nicht und verschwindet im Schnee. Und ist er wiedergekommen? Je ne crois pas qu'il soit revenu. Ich glaube auch nicht, er ist wiedergekommen.